Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Nessa-Rundreise. Zu Ihrer Linken sehen Sie eine kleine Truhe, in der die wichtigsten Gegenstände stehen, die wir jetzt nicht mitnehmen können. Vorweg sehen Sie oder geradezu das wundervolle Nessa-Portal und zur Rechten den Ausgang. Für diejenigen unter Ihnen, die jetzt sagen so, oh nein, ich habe doch eher meine Pampers nicht dabei und keine Wickeltücher und ich möchte dann doch lieber irgendwie das Abenteuer nicht wagen, ich bin eher ein sanfterer Charakter. Da geht es hinaus in die freie Wildbahn, vergnügen sich für den Rest, die etwas abenteuerlustig sind, würde ich sagen, halten Sie sich fest, schneiden Sie sich an, stellen Sie den Sitz aufrecht, hören Sie auf mit dem Rauchen, trinken Sie nochmal einen Schluck und ab geht die Reise. Ja, und so soll es dann auch geschehen. Habt ihr das gesehen? Das ist ja direkt hier. Ach du Scheiße, kein Wunder, wenn ich da rausfalle. Ey, ist das fies. Ey, ist das was fies, ey. Boah, wie mies ist das denn, ey? Geht ja mal gar nicht. Boah. Wie fies, ey. Das ist... Da komme ich jetzt gerade nicht drauf klar, ja, dass das wirklich so extrem gewesen ist. Dass wir hier mehr oder weniger, es ist gar kein Wunder, dass wir drauf gehen, ja. Also so heftig wie das ist. Das heißt, ich muss dann auch jetzt erstmal den Boden ein bisschen ummodeln. So, ich mache das mal hier so. Moment. Genau, dass ich hier sicher bin. Dann habe ich hier genug Platz zum Gucken. Ja, eigentlich schon. Eigentlich auch schon wieder ein bisschen zu viel. Aber das ist ja egal. Und dann muss ich jetzt mehr oder weniger sagen, ich nehme den Boden hier stückchenweise raus und vorsichtshalber, denn nicht, dass die mir den Boden unter den Füßen weghauen, ersetze ich den dann schon mal mit dem richtigen Material, ne? Dass halt auf gar keinen Fall irgendetwas passieren kann. Boah, weil das wäre der Hammer, wenn das nochmal passiert und wir sehen, wie tief es runtergeht. Das ist ja sowas von gar kein Wunder gewesen. Eieieiei. Ach, wie übel, ey. Wie übel. Aber egal, wir sind ja vorbereitet. Ich habe ein paar Steinchen dabei, wobei das mit den Steinchen auch schon sich gleich wieder erledigt hat. Ah, ungut. Na egal. So. Dann kann es ja dann praktisch hier hochgehen. So. Wir haben mal fleißiglich. Ich muss ganz vorsichtig sein. Nicht, dass irgendwas passiert hier. Ich glaube, das können wir so lassen. Ich mache hier mal eine Markierung, dass ich weiß, okay, hier geht's runter. Ah, das sollte ich vielleicht anders machen. Ah, komm mal her, so. Genau. Ist das so okay? Ja, eigentlich ist es egal, ob das so okay ist. Warte mal. So sollte das funktionieren, dann haben wir jetzt hier genug Fackeln eigentlich. Ich setze mal hier so ein paar, dass ich weiß, okay, hier kann ich lang gehen, weil man kann sich dann immer an den Fackeln orientieren. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Sollte man da auch nicht so exzessiv mit umgehen. Oi, da ist ja ein bisschen was los, ne? Mhm. Stopp, was mache ich so ein bisschen Netherquarz? Ist eigentlich nicht das, weswegen ich gekommen bin, ich weiß. Aber wenn wir schon mal da sind, können wir natürlich auch Netherquarz mitnehmen. Immerhin gibt es Erfahrungspunkte. Aber ich will ja eigentlich eine Festung finden. Wobei ich auch zugeben muss, ist ein bisschen gewagt oder ein bisschen viel vorgenommen, ja, dass man einfach sagt, ey, ich gehe jetzt einfach mal in den Nether und finde jetzt eine Festung. Wobei wir da hinten schon eine gefunden haben. Das ging jetzt doch relativ schnell. Wie komme ich jetzt hier runter? Wie komme ich jetzt hier am elegantesten runter? Ganz einfach. Ich buddel mich da hinten weiter. Ja, weil hier, glaube ich, werden wir nicht so viel Erfolg haben. Aber wir können es versuchen. Ich kann versuchen,
das hier so zu machen. Und dann einfach mal hier in die Richtung. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ah. Ja, ich glaube, die Entscheidung ist ganz richtig gewesen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass wir hier mal eben das so machen, dass ich hier auch wirklich lang kann. Genau. Ah, sehr schön. Genau, dann sind wir nämlich hier unten und dann kann ich von hier aus irgendwo ran? Nee. Aber ich kann von hier aus hier rauf. Und das ist auch schon mal nicht schlecht. Und wenn ich da erstmal drauf bin, da hinten sehe ich schon was, okay. Nee, ich höre einen Gast. Ich höre einen Gast und das gefällt mir nicht. Oh weia, oh weia. Level 22, das gefällt mir allerdings schon sehr. Ich möchte am liebsten eigentlich da runter. Muss ich ganz ehrlich sein. Wird bloß nicht so wirklich richtig möglich sein. Da ist das Portal. Kann ich hier irgendwie drumherum? Ich müsste mich da hinüber bauen, dass ich von dort aus dann darüber und dann da drauf. Ich komme hier garantiert nicht runter, oder? Oh Mist, ey. Oh weia, ich habe kein gutes Gefühl bei dem, was ich gerade mache. Weil ich renne garantiert hundertprozentig. Oh, Skorpione. Hallo, Skorpion. Nichts? Uah. Verdammt. Schießt er schon wieder auf einen. Wie fies, ey. Ich mag das gar nicht, wenn er das macht. Ich weiß noch nicht, was er gegen uns hat, dass er das die ganze Zeit machen muss. Wir haben ihm doch gar nichts getan. Also noch nicht. So, hier kann er mich nicht sehen. Erstmals, hoffe ich. Ich werde jetzt sicher und kann in Ruhe das abbauen. Oh, Stufe 24, ist auch schon ganz in Ordnung. Ich glaube, wenn wir hier rumgehen, werde ich auch nicht viel Erfolg haben, da auf dieses Plateau drauf zu kommen. Nee. Ich muss eigentlich wirklich irgendwo runter. Das heißt, dann am besten da hinten runterbuddeln. Wenn ich mir das mal so überlege. Erfahrungspunkte einfach mitnehmen. Ne? Wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, so easy peasy Erfahrungspunkte zu farmen, sollten wir das auch wahrnehmen. Sehen hier schon Stufe 25. Können wir vielleicht auch mal mit Tageslicht so ein bisschen rumbasteln. Lass mir noch irgendeine Schaltung einfallen, irgendwas Lustiges. Ah ja, das kriegen wir schon hin. Das was nutzen hier. Jetzt brauche ich erstmal. Ich will nicht hier mit Netherrack die ganze Zeit basteln müssen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Gucken, wenn ich jetzt hier runtergehe. Ja, sei mal ruhig da. Wenn die Großen sich unterhalten, dann sind die Kleinen ruhig. So ist das immer. Puh, Stress hier. Ich hasse es immer im Nether. Aber man braucht ihn ja. Ne? Na gut, vielleicht jetzt finden wir in der Festung auch noch ganz lustige Sachen. Das kann auch sein. Dann lohnt sich das Ganze ja schon wieder. Aber ich hätte definitiv mehr Pflastersteine gebraucht. Ah, Mist. Das funktioniert so nicht. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo ich hier großartig runter kann, an welcher Stelle. Vielleicht hier hinten dann gleich? Ja, wir können es gleich hier versuchen. Gehen wir gleich mal hier runter. Oh, ist halt ein bisschen früher, ne? Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Das geht ja schon irgendwie. Ich sehe schon, aber auf jeden Fall, wir sammeln fleißig Netherrack. Das ist auch nicht verkehrt. Also auf jeden Fall, irgendwas haben wir dann schon, dass wir, ich sag mal, vorankommen in unserem Bestreben, da genug Material zu haben für die Mauer. Entweder auf diesem Weg oder auf dem anderen, irgendwie schaffen wir das. Wobei es mir natürlich am liebsten wäre, wenn wir das über die Festung machen würden. Aber ich befürchte, das wird jetzt nicht so einfach möglich sein. Ich kann natürlich gucken, dass wir so weit wie es nur irgendwie geht nach unten kommen, dass ich vielleicht sonst den Rest springe und mir dann selbst eine Treppe bastle. Wobei mit Netherrack das zu machen, und der Gast ist in der Nähe, wir hören es ja die ganze Zeit, ist ziemlich gewagt.
So, von hier aus könnte es gehen. Jetzt gucke ich mal, was es denn hier sagt. Hier ist auf jeden Fall Glowstone. Okay. Warte mal. Ah. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Ah. Siehste, geht doch. So, schon mal ein Stück weiter. Und dann, einfach nur, weil ich den Glowstone haben möchte. Und gierig bin. Brauche ich den schon von hier aus ab. Boah, ist hier viel Glowstone. Boah, ist ja episch viel. Also hier, oder? Komm und krabbeln wir näher ran. Boah, wie viel hier ist, ey. Garantiert fällt viel in die Lava. Wette ich schon fast drauf. Ja, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal, wie viel wir davon retten können. Ich hoffe, dass es einiges sein wird. Oh, das wäre so cool. Ja gut, ich brauche jetzt nicht unbedingt was. Also, ich bin jetzt nicht so mega darauf angewiesen, wie wir das früher mal waren, weil ich so viel schon hab. Wo ist denn hier noch was? Die Melodie gefällt mir gerade. Hier ist wenigstens mal Musik. Auch wenn sie jetzt gerade wieder megamäßig laut wird. Was ich natürlich nicht so mag. Ist ja klar, ich bin ja eher der Freund von sanften Klängen. Natürlich nicht. So, ja, doch. Hat sich gelohnt, glaube ich, so technisch. Da ist auch noch mehr. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier nochmal diesen Weg nach unten bastle. Aber das geht ja jetzt. Natürlich jetzt mit diesem Material echt doof. So. Genau. Sehr schön. Wunderbärchenhaft. Haben wir das doch geschafft. Sehr gut. Und von hier aus kann ich natürlich jetzt eben so mir nichts, dir nichts darüber flitzen. Ja? Ich mache mir hier vorne jetzt so eine kleine Brücke. Die wird dann natürlich erstmal hier aus dem Material sein. Das werden wir später noch mit richtig machen. Also mit richtigem Material. Ne? So, hell genug ist es ja eigentlich auch. Wir machen das vorsichtshalber drei Felder breit. Einfach nur so, damit ich für den Fall der Fälle immer noch mal die Möglichkeit habe, zu sagen, ich habe hier Plan B. Und brauche nicht unbedingt darauf achten, dass ich hier ganz exakt lang balanciere. Das möchte ich nicht. Ich möchte hier großzügig langlaufen können, ohne Angst haben zu müssen, runterzufallen. Ah, schön dramatische Musik. Ja. So habe ich das gern. Die ist echt gut. Ich muss sagen, die Musik gefällt mir. Ja, schon okay. Ja, wir sehen, ich bereite es hier schon gerade vor. Wir werden hier gleich rübergehen und diesen Turm von unten her wegklabustern. Ja. Ah, das wird schön viel Steinchen bringen. Ja. Schön viel Steinchen. So. Kann ich schon da ran? Nee, ich muss noch ein bisschen näher ran. Wir machen das hier auch in vier Felder breit. Ja, einfach nur, weil... Ja, warum eigentlich? Ja, weil ich es kann. Genau, deswegen. Ist immer ein gutes Argument. Weil ich kann, zieht immer. Das schüchtert auch erstmal jeden ein. Alle denken dann, man ist total dämlich im Kopf, weil man sagt, ich kann's. Oder weil ich es kann. Hm. Ja, aber das ist ja egal. So, ich hoffe... Ich wollte gerade sagen, ich hoffe nicht, dass der hohl ist. Oh, ist ja schön. Guck mal, diese ganze Mauer, ja, die hier ist, die elendig weit geht, die können wir uns jetzt mitnehmen. So, damit wir sehen, wie viel wir hier haben die ganze Zeit. Also ich würde sagen, wenn wir, was weiß ich, 2, 3, 64er Stapel haben, obwohl 4 wären mir am liebsten, dann können wir erstmal wieder zurückreisen. Das ist geil, ey. Oh, Hammer. Ich muss natürlich irgendwo was offen lassen, dass ich wieder zurückreisen kann. Also, dass ich hier auch noch in die nächste Ebene komme. Obwohl, das kann man ansonsten mit Netherrack machen. Da muss ich nicht den Netherbrick für nehmen.
coole Sache. Wie schön schnell das geht. Ah, deshalb das Einzige, wie man das, wenn man wirklich mit Netherbrick arbeiten möchte, finde ich die einzige Möglichkeit, ist dann wirklich zu sagen, okay, ich schnapp mir die nächstbeste Festung, die ich finden kann und hackstückel die dann weg. Auch eh kein Mensch. Nicht auf Dauer zumindest. Und dann hat sie wenigstens noch einen guten Zweck erfüllt. Warum auch nicht? Das ist, sagen wir schon, 2,64er Stapel voll. Ah, das geht ja schön. Wie lange wir da sonst für gebraucht hätten, ne, wenn wir das alles gebrannt hätten. Oh, das wären ja Ewigkeiten gewesen. Und ich wäre total verzweifelt daran. Das muss ja wirklich nicht sein. Dass der kleine Ork verzweifelt, ne? Ja, nein, das muss nicht sein. So. Ah, schön wegklöppeln. Ich muss auch gleich mal gucken. Genau, kurz freimachen. Ja, ich würde sagen, 4,64er Stapel, das sollte uns erstmal reichen. Da kommen wir dann schon eine ganze Weile mit aus. Vorerst. Wir sehen, hier sind noch jede Menge andere Pfeiler, die es dann auch noch gilt abzubauen. Also von daher, da ist noch ordentlich was zu holen. Man kann nur froh sein, wenn die Festung so wie hier gebaut ist, so im Freien, weil dann hat man wenigstens diese ganzen Steine da. Aber kann ja Pech haben, dass sie irgendwo drinnen hängt im Felsen. Dann hast du die A-Karte gezogen, weil dann halt einfach mal kaum Steine davon da sind. So, aber ich glaube, ich werde 5,64er Stapel machen. Das läuft gerade so gut. Obwohl ich den Gast gerade höre. Ich hoffe nicht, dass er in der Nähe ist. Oh, na, ich hoffe nicht. Nee, der ist nicht in der Nähe. Sag ich jetzt einfach mal so. So, genau. Oh, machen wir. Ich habe jetzt 4 Stück. Wie viel machen wir denn? Schwierig zu sagen. Machen wir erstmal hier ein bisschen was weg, würde ich sagen. So, dum, 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 dum. Oh, schön, ne? Also das mag ich doch. Ich glaube, ich werde das hier noch eine ganze Weile machen, bis ich dann hier glücklich und zufrieden bin. Ich glaube, ich werde das auch auf die Spitze treiben, wirklich sagen, ich mache hier noch diesen 1,64er Stapel jetzt auch noch voll. Ein 6,64er Stapel davon. Boah, das reicht echt richtig, richtig lange. Vor allem, wie viel ich damit machen kann, kann ich wirklich die Mauer ein bisschen experimentieren. Wir haben noch das andere, das kann man nebenbei auch noch brennen lassen. Ja, man kann ja dann sagen, okay, wir lassen das trotzdem noch brennen. Einfach nur, dass wir immer noch ein Backup haben. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Wenn man das dann auch noch so macht. Ah, schön. Ja. Dup, dup, dup. Komm, gib mir all dein Netherbrick. Juhu, yay. Genau, jetzt 1, 2, 3, 4. Sehr schön, dann haben wir genau 6,64er Stapel. Ach, so mag ich das noch schön was essen. Ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt irgendwas passiert, weil das wäre jetzt echt mega dramatisch. Aber ich fühle mich ganz sicher. Noch. Wir bringen fürs nächste Mal, damit wir hier die Brücke ordentlich befestigen können, werden wir natürlich, und auch die Treppe da oben, nicht, dass die dann zerstört wird, ich werde dafür auf jeden Fall Pflastersteine mitbringen. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Mal das damit machen. Es ist ja hier noch so ein bisschen gewagt, ne? Ja, was passt. Wir wissen, wie wir hier langkommen. Und das ist das Einzige, was zählt. Es treiben sich hier nicht irgendwelche kleinen anderen Mitbürger rum, wo man dann drauf aufpassen muss. Nee, das ja nicht. Genau so. Hier rauf. Noch so ein Skorpion wäre nicht schlecht. Leider hat der eine Skorpion ja nichts gebracht. Schade eigentlich. So, dann ab hier in meinen Kerker, meinen selbstgeschaffenen. Und zurück nach Hause. Yay! Ach, schön ist das. Wunderbärchen, würde ich sagen. Ja, genau. Sachen wieder mit. So. Dann einmal das. Das und, sehr schön. Und dann geht die Reise wieder zurück. Bisschen ätzend, ne? Kaum ist man da, muss man wieder zurück. Aber es ging jetzt relativ schnell. Ich muss sagen, bin ganz zufrieden. Hat ganz gut geklappt. Reise ich jetzt erst zu unserem Zuhause? Oder reise ich dann gleich so hier so schräg wieder zurück?
vielleicht auch nicht schlecht. Ja, doch, das machen wir so. Das finde ich sinniger. Ja, ich habe überlegt so. Nein, nee, nee, das machen wir so. Dann bringe ich die Sachen weg, schmeiße neue Sachen in den Ofen. Dann kann das nämlich brennen in der ganzen Zeit und ja, dann haben wir wieder dieses Backup, was ich meinte, ne? Dass wenn wir dann irgendwann wieder zurückkommen und alles, ich dann sagen kann, ah, da habe ich ja noch was. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann wollen wir mir da keine Gedanken machen. Also das gefällt mir nicht, dass der hier so ein bisschen im Weg ist. Ah, so ist besser. Das geht ja gar nicht. Ja? Also hier auf meinem Weg wächst da irgendwas hin. Das ist. Ah, nee, auf keinen Fall. Ich bitte dich. Was soll denn sowas? Ah, schade, dass es das mit dem Kies nicht fertig ist. Dass mir der Kies irgendwann ausgegangen ist. Naja, aber es ist auch ein elendig langer Weg, ne? Muss man auch sagen. Ja, es hat sich ja auch gelohnt. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, so, oh nee, wir haben das hier voll Zeit verschwendet und Ressourcen. Na, auf keinen Fall. Also ich bitte euch. Sieht ja gut aus. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum man. Also ich mag das irgendwie nicht, wenn man keine Wege hat, ja. Weil so ein Weg dient ja auch zur Orientierung und letztendlich reise ich damit schneller, als wenn ich irgendwie so querfeldein durch die Gegend aste, ja. Und mir so denke, so, verdammte Axt, wo muss ich jetzt hin? Sondern so, nee, ich habe ein direktes Ziel. Ich weiß immer so, ah, wenn ich hier lang gehe, da komme ich da und da hin. Und das ist doch auch ganz schön. Aber dieses Planlose sonst, also ich sag mal jetzt so, bei der Xbox zum Beispiel ist es egal gewesen. Obwohl, da haben wir ja teilweise auch Wege angelegt, ne? Da haben wir ja auch Wege gemacht vom Tal der Träume zu, nach Klein-Kleckersdorf und von dort aus zum Hafen und Leuchtturm und halt von dort aus dann auch wieder zur Burg oder zum Schloss mit dem riesigen Turm. Ja. Also da haben wir schon ordentlich Wege gemacht. Handgelenk wird wund hier. Vom ganzen Aufliegen während des Zockens hier. Muss ich mal eine Schiene oder sowas holen? Hüst, hüst, natürlich nicht. Gar nicht so eine Schiene, also bitte. Ja, wo ich kenne Leute, die das auch gemacht haben. So wegen Sehnscheidenentzündung und so ein Gedöns. Ah, und ich kenne auch Gamer, die das machen. Einfach nur so, ja, nee, ja, rechts ist hier so mein starker Arm und so. Ah, nee, da muss ich aufpassen. Ah, wenn ich da irgendwie zu lange, dann entzünde ich mir das da sonst. Und dann kann ich dann und dann an einem Training im Clan nicht mit teilnehmen und kann dann und dann an dem Turnier nicht mit teilnehmen und an dem Match von der Liga und so. Und also, es gibt echt Leute, die nehmen das megamäßig ernst, ne? Hatte ich erzählt, ich war mal ganz am Anfang, als ich die 360 hatte, da anno dazu mal. Als Rainbow Six Vegas, der erste Teil, rauskam, da war ich damals in einem Clan, die das sehr, sehr ernst genommen haben und sehr exzessiv gezockt haben. Das war wirklich so mit den Trainingszeiten, da musstest du dann wirklich da sein und wenn nicht, wenn du halt nicht zu den Trainings da warst, dann musstest du dich rechtfertigen, warum du nicht da warst, ne? Wurde so gefragt, so von mir, ne? Warum warst du nicht da? Gab es einen guten Grund, warum du gefehlt hast? Aber ich muss auch sagen, die Jungs waren, dadurch, dass man das so rigoros durchgezogen hat, war es halt auch wirklich so gewesen, das Team war eingespielt, das hat man sonst eher weniger, weil man hat dann wirklich dadurch, dass man so extrem viel miteinander gezockt hat und halt auch das Training koordiniert war und alles, war man eingespielt und war richtig gut als Team. Und ich muss sagen, es hat schon ordentlich gerockt mit den Jungs, also echt richtig geil. Bloß mir geht es dann irgendwann ein bisschen zu sehr auf den Puffer. Also nicht, dass es schlecht war, es war richtig gut, es hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viele coole Leute da kennengelernt. Aber mir ging das dann irgendwann mit dem Spaß so ein bisschen hinten dran, weil es dann halt zu verbissen gesehen wurde. Obwohl, ja gut, wenn man halt Erfolg haben will in den Ligen, muss man das verbissen sehen. Letztendlich, wer schon mal Liga gezockt hat, ja, der weiß, was ich meine. Ich habe eine Zeit lang dann zum Beispiel Modern Warfare 2 in der Liga gespielt. Und ey, holla die Waldfee, ey, das ist der Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich bin nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich nicht der Schlechteste. Bin eigentlich recht gut, bin ich meiner Meinung. Aber was die Jungs da treiben, also im Team, ist echt der Wahnsinn. Also das ist der Hammer. Gut, es ist aber auch dieses, ich sag mal, die sind so wie der Clan, in dem ich damals war, halt dieses wirklich Training, 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 Training. Sich aufeinander abstimmen, weil es muss ja dann irgendwann so sein, dass man sich so gut kennt und halt offen, dass es sich gegenseitig vertrauen kann, dass man weiß, was der andere macht, ohne dass man es das mit ihm großartig absprechen muss. Ja, also das muss dann irgendwie so eine blinde Harmonie sein. Und das kriegt man eigentlich, ich sag jetzt mal, ohne viel Training kriegt man das wirklich nicht hin. Da musst du halt wirklich trainieren bis zum Umfallen, damit das dann irgendwann funzt und man eingespielt ist, weil wie soll es sonst klappen, ne? Ist ja klar.
Geht ja nicht anders. So, haben wir das. Mal kurz gucken, wo habe ich denn den Netherquarz? Habe ich den hier mit drin? Ja, eigentlich müsste der Netherquarz. Oder habe ich den hier mit reingepackt bei wertvollen Sachen? Nee, den habe ich bisher noch nirgendwo. Hier auch noch nicht, ne? Dann packe ich den wohl erstmal hier oben in irgendeine Truhe rein. Ich habe den garantiert auch schon mal irgendwo drin. Ja, hier noch nicht. Ja, legen wir ihn erstmal hier ab. Glowstone nehmen wir mit. Das kann nicht verkehrt sein. Den Krübel. Ich habe eine Leine dabei. Komisch. Ne, lass mal die Leine mal hier. Ach, es wird gerade Nacht. Ja, Mensch, hier perfektes Timing, um hier anzukommen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ah, coole Sache. Dann haben wir es doch geschafft. Habe ich genug. Davon kann jetzt dann ordentlich loslegen mit der Mauer und allem. Ah, ja, doch, das ist ganz in Ordnung. Bin ich sehr, sehr glücklich. Oh, coole Sache. Endlich geht's los. Ich werde gleich mal ein paar Treppen machen. Komm, machen wir hier ein paar Treppenstufen. So. Was weiß ich, so und so. Achso, halt, oder? So. Machen wir mal hier. Machen wir mal ein paar. Genau, ein 64er Stapel, das ist schon ganz okay. So, was sagt denn jetzt eigentlich mein Programm? Was sagt denn mein Programm gerade wegen der Aufnahmezeit? Wie weit sind wir denn da? 3 Minuten. Gut, ich würde sagen, es lohnt sich jetzt nicht großartig dahin zu reisen und dann weiterzumachen. Von daher machen wir dann einfach an der Stelle schon mal einen Cut. Ich gehe mal hoch wegen der Aussicht und sowas. Und falls dann halt beim nächsten Mal gleich dunkel ist, dass ich mich ins Bett schmeißen kann hier, bevor wir dann loslegen. Genau, machen wir nämlich für heute Schluss. Morgen machen wir dann erstmal weiter ein bisschen mit der Mauer noch. Wir haben jetzt erstmal diese ganzen Komponenten, die ich brauchte, weil die Mauer muss ein bisschen weiter. Und ich habe da jetzt noch 1, 2 Ideen gehabt. Habe ich gerade irgendwas gehört, was ich verletzt wie ein Skelett? Hat sich so angehört, ne? Na egal. Nee, wie gesagt, machen wir mit der Mauer da erstmal weiter und dann glaube ich, werde ich erstmal die Taverne dann machen. Weil ich habe jetzt nicht so direkt Lust, die nächste Botschaft zum wieder zu bauen. Wobei ich immer noch so ein bisschen überlegen bin, welche. Also ich glaube, wir haben jetzt Ork, wir haben Elfen, Zwerge wäre noch ganz cool. Ich werde langsam müde. Es ist jetzt auch, ich glaube, auf wie spät haben wir es? Ja, es ist gleich um 1. Ach du Schande. Boah, muss aber ins Bett, raus zur Arbeit. Nee, also das heißt, wir haben Orks, Elfen, Zwerge möchte ich eigentlich gerne machen. Klar, Menschen wird es geben. Ich weiß nicht, was man dann noch als weitere Klasse mit reinnehmen kann. Muss ich mal überlegen. Oder als, was heißt Klasse, also als Rasse. Ich muss mal gucken, ich muss doch mir was einfallen lassen. Irgendeine Idee wird sich da garantiert ergeben. Nun gut, ich verabschiede mich. In diesem Sinne, wir sehen uns ja dann hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.